wenn man den hinten hier so weit rausmacht, würde das ja eigentlich gehen. Machen wir aber hier mal eben mehr. Machen wir mal ein bisschen hier. So. Dann würde ich das so lassen. Dann könnte man das echt so lassen, dass man hier so die Wand hat. Dann machen wir hier den Koppel wieder weg. Und drin, das kann man dann erstmal einfach Erde lassen. Da kommt ja erstmal nichts rein. Okay. Hier müssen wir dann gucken wegen dem Treppenhaus. Ich dann hier runtergehen lassen will, wobei es könnte auch anders an den Keller führen. Mal gucken. Ich bin gerade noch ein bisschen unschlüssig, vor allem mit der Kellertreppe. Die würde ich dann hier so reingehen lassen. Schaufel, habe ich keine mehr dabei. Holen wir einen fix mal rüber. 6 Eisen, nehmen wir gleich nochmal 6 Steine mit. Und machen nochmal einen Schaufel. Und die Treppe, die machen wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal hier schön rein. Die können wir auch gleich schon mal fertig bauen. So. Wenn ich sage, die Treppe geht dann. Erstmal Wandniveau. Wandniveau ist. Bodenniveau ist so. Können wir dann die Treppe ab hier reingehen? Da ist die dann vorne beim Eingangsbereich schon wieder, auch schon lange weg. Das ist schon mal gut. So, und hier Treppen. 8 Stück. Bauen wir uns noch mal ein kleines Stück weit runter. Hier. Dann noch einmal da rein. 2 war da rein. Kohle, ich habe Kohle gefunden, oh mein Gott. Nehmen wir mit. Gibt vor allem Level. Wenn wir dann Level 30 sind, können wir vielleicht noch mal gucken wegen Verzaubern. Sehr schön. Ach, halt, hier ist noch. Jetzt ist es weg. Und dann hier kommt die rein. So, dann erstmal die Treppe hier nach unten. Genau, und die könnte dann hier vorne, machen wir dann denke ich noch Klinik rein. Da machen wir hier die Klinik so drüber machen. Das hier so rum. Geht es dann einfach einmal so nach unten. Ist mir irgendwie noch eben zu weit an der Seite. Machen wir hier. Hier ist besser. Da sieht es nicht so gezwungen klein aus. Gucken. Und hier dann so, ja, wir gehen mal in den Keller runter. Ja, passt. Passt, wackelt halt Luft. Ja, und das ist dann gleich noch die Kellerhöhe. So, machen wir das, liebe Freunde der Nacht. So.
bin geneigt, hier beim Eingang so ein kleines Panoramafenster hinzubauen. Gucken vom Grundriss her. Einfach hier so immer weiter raus. Und dann gucken, wie breit wäre das? 1, 2, 3, 4, 5. Bis hier und dann den zurück. Genau, so machen wir das und zack. Neun, acht. Okay. Und dann erstmal die erste Wand. Passt auch mit dem wunderbar. Ah, das passt super. Das passt echt super. So. Ja. Können wir ja hier erstmal noch ein bisschen zubauen. Und auch hier. Machen wir erstmal. Wie viele Bretter haben wir noch? Können wir hier schon mal so ein bisschen bodenmäßig was machen. Und so nimmt unser kleines Häusli auch langsam Gestalt an. Und die Wand geht dann hier. Machen wir den Kackstreifen noch weg. So, und dann hier einfach erst noch Holz hin. Dann kommt der noch weg. Gut, der kann nie weg, dann setzen wir einfach einen weiter tiefer. Wenn es sich gerade anbietet, warum nicht? Und ich würde die Eingangshalle eigentlich gerne relativ offen halten wollen. Machen wir mal ein paar Zäune. 3-6er. Gut, für den letzten reicht es leider nie. A3 bräuchte ich dann noch. Machen wir aber fix, das ist kein Problem. Bisschen offen gehalten, das Ganze. Da hinten das Panoramafenster. Oder direkt eine Tür raus zu, das wäre natürlich auch eine Idee. Sei nochmal eine Tür nach draußen in den Innenhof. Weil ich will von hier eigentlich keinen direkten Zugang haben. Ich will hier ein Fenster haben, aber keinen Zugang. Da baue ich hier erstmal einen schönen Rahmen. Boden ist eben höher. Das ist Bodenebene. Dann können wir das Fenster auch ruhig so schön hoch machen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Okay. Das Fenster im Eingangsbereich. Dann machen wir hier noch Klini hin. Bis hier. Nur unser Garten hier unten wächst sehr gut. Und ab hier dann
kommt nochmal ein kleiner Pfeil rein. Genau so. Und hier dann. Hier machen wir dann Holzboden rein. Die Steinkante können dann. Wobei, ne, wenn wir dann dort keine Steinkante haben, ist es wiederum blöd. Gucken, ist hier was drunter? Ah, ich kann hier bauen. Dann nehmen wir hier die Kante nämlich weg. Da kommt dann hier auch Holz mit hin. Dafür machen wir aber dann hier den Rest Wand aus Stein. Zumindest die Außenwand hier drin, die im Zimmer dann direkt ist, kann gern bleiben, aber die Wand hier wird Stein. Holen wir dann nochmal ein bisschen was. Das war klar. So, hier den haben wir schon leer geräumt. Das wird dann eine schöne, schöne Steinwand. Ich weiß auch noch nicht genau, wie weit die Wand gehen wird, aber ein Stück auf jeden Fall. Gut, hier wollte ich ja ursprünglich mal den Kamin drin haben. Der ist ja jetzt auch erstmal an der Stelle hier gestorben. Gucken wir mal, wo wir den dann hinmachen. Ich habe ja so viel Krempel im Inventar, das ist ja unglaublich. Das ist wieder mal schlimm heute. So, der nächste Stack. Auch manchmal echt zum Scheißen so blöd. So, machen wir hier gleich noch ein bisschen Paneele rein. Der Gang wird dann relativ eng, aber da wir hier schöne Fenster reinbauen werden, schöne Ruhe, wird sich das hoffentlich doch wieder ausgleichen. Auch mal wieder ein bisschen Sand, ich muss mal wieder irgendwie in die Wüste. Ich brauche mal wieder ein bisschen Sand. Ah, und hier die Wand. Genau, hier machen wir dann einen schönen Gang an die Seite. Kann ja ruhig ein bisschen, kann ja ruhig ein bisschen breiter sein. Und von Fenstern her mal kurz gucken. Ich wollte auf der Seite hier. Guck mal, hier Sache 4. Ja, das bis hier. Aber wenn nur der Innenhof nur so groß ist, ist das ein bisschen wenig. Vielleicht wäscht nie. Weil. So wenig ist es ja nie. Genug ist dann halt. Bei nee, es ist zu wenig. Drei Fenster auf der Seite hier reichen. Können wir draußen ein bisschen mehr austoben. 1, 2, 3, Wand. Genau so machen wir das. Kann hier vorne der Kackstreifen wieder weg. So. Und hier gucken wir dann nochmal von den Fenstern her. Ich wäre für 2 breit und 3 hoch. 1, 2, 3, zack. Gucken. 1, zack, zack, 2, zack, zack, 3. Würde doch gut passen.
schönen Fenster. Und dann hier schon mal wieder eine Tür einbauen. Und dann vielleicht auch auf die andere Seite nochmal, da gucken wir mal. Und hier auf die Seite können wir auch das mit den Fenstern so ein wenig. Ich hatte ja vom Boden weg 3. Es ging ab hier direkt. 1, 2, zack, 1, 2, zack, 1, 2. Würde auch passen. Machen wir das ja nämlich auch nochmal. Damit es ein bisschen gleich aussieht. Hier nochmal die Erde weg, kein Problem. Hier, hier und dort. Halt, wo haben wir denn? Das Cleanstone, zack, hier. Ja, es wird. Das war ein Fehler. Mal kurz gucken, wenn ich dann hier reinkomme. Moment. Oh mein Gott, was für ein schönes Haus. Ein Fenster. Jo, kann man machen. Das kann man machen. So, da würde ich sagen, wir legen uns hin und dann wird ja, die Folge vielleicht auch schon wieder, oder die Aufnahme erstmal wieder vorbei. Legen uns erstmal kurz schlafen. Ja. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Minecraft, wo wir uns dann unten mal ein bisschen um das Gemüse kümmern. Also wie gesagt, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.